Bei den von der Raiffeisen Leasing veranstalteten Ökologiegesprächen wurden in den letzten Jahren viele aktuelle Themen diskutiert. Beim 5. Ökologiegespräch am 13. April 2010 im Unica Tower Wien war die Wirtschafts- und Finanzkrise und deren vielfältige Ausprägung Anlass einer Diskussionsrunde. Unter der Moderation von Magister Peter Engert, Geschäftsführer der Raiffeisen Leasing, näherten sich die prominenten Diskutanten des Abends Dr. Veit Sorger, Präsident der Industriellen Vereinigung, Dr. Heinz Schaller, Mitglied des Vorstandes der Wiener Börse AG, Dr. Walter Rothensteiner, Generaldirektor der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG und Obmann der Bundessparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Österreich und Diplom-Ingenieur Josef Pröll, Vizekanzler und Finanzminister der Republik Österreich, dem Thema Nachhaltigkeit aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Europa ist heute bei vielen Parametern dort, wo es vor 10 Jahren war, verweist Magister Engert bei seiner Eröffnungsrede auf die unerfreuliche Ausgangslage und fügt hinzu: Wir haben 15% Industrieproduktion eingebüßt. Die Verschuldung der europäischen Staaten ist in den letzten 2 Jahren um 20 Prozentpunkte gestiegen. Und das bei gleichzeitig steigenden Ausgaben im Sozialbereich. Die Krise ist noch nicht vorbei, hält auch Vizekanzler Pröll fest. Im Finanzsektor ist sie gut bewältigt und auch in der Industrie ist das Ärgste verdaut. Die dritte Welle ist jedoch eine Krise der gesamten Volkswirtschaft und die wird es in sich haben. Der Dominoeffekt ist eine Gefahr für den Euro und alle EU-Länder, wie am Beispiel Griechenland zu sehen ist. Für Dr. Sorger steht Österreich in vielen Segmenten zwar besser da als viele andere Länder, aber es gebe eine Aufschubtendenz. Eine Konsolidierung ist unabdingbar, das sollte in der aktuellen Steuerdiskussion beachtet werden. Zuerst einsparen, dann an Belastungen denken. Die Aktienmärkte laufen der Realwirtschaft voraus, doch heißt das, dass die Krise schon vorbei ist? Der Boden dürfte definitiv erreicht sein. Und wenn man sich die Konjunkturzahlen und Fundamentaldaten, die in den letzten Wochen und Monaten gekommen sind, genauer betrachtet, dann scheinen wir schon bereits wieder am langsamen Weg nach oben uns zu befinden. So Dr. Schaller. Doch jetzt muss man dazu übergehen, die Ursachen zu bekämpfen und dabei sollte nicht nur den Finanzinstituten die Schuld zugeschoben werden. Bestimmte Grundtendenzen in der gesamten Volkswirtschaft müssten sich verändern. Finanzinvestoren würden nämlich naturgemäß immer dorthin gehen, wo die höchsten Renditen locken. Daran wird sich wenig ändern. Auch Dr. Rothensteiner sieht das Problem für den für die Weltwirtschaft verantwortlichen Investmenthäusern. Wir haben viele Initiativen gesetzt, um Auswüchse wie in der Vergangenheit zu verhindern. Im Bankenbereich teile ich daher diese Sorge nicht, so Rothensteiner. Ob die Krise tatsächlich schon vorbei ist, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Aber nicht nur die Investoren und die Politik sind dafür verantwortlich zu machen. Lernen wir aus dieser Krise, versuchen wir unser Verhalten darauf einzustellen, das mitzunehmen, was wir jetzt erlitten haben, um es besser zu machen beim nächsten Mal. Wir dürfen nicht großartig und mit blauen Augen die Politik anschauen und darauf hoffen, dass von dort das Heilbringende kommt. Nein, die Politik kann Leitschienen einschlagen auf einer mehrspurigen Autobahn. Und auf welcher Spur dieser Autobahn Sie selbst dann fahren, das ist ganz allein Ihre Entscheidung und dafür sind Sie verantwortlich. Manche Teilnehmer so im Wirtschaftsleben werden sich ja weiterhin nicht nachhaltig verhalten und vielleicht auch nicht ethisch verhalten. Die Raiffeisen Leasing wird Ihr Möglichstes tun, weiterhin nachhaltig und ethisch zu handeln. Darauf können Sie sich verlassen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei unserem Buffet und bei anregenden Gesprächen. Vielen Dank.